Hallo Freunde und schon wieder ein Video. Tja, in Corona-Zeiten geht es hier Schlag auf Schlag. Ich dachte mir, bei dem schönen Wetter. So, wo waren wir? Genau. Wir hatten einen Spindelkopf entworfen und versuchten, eine Leiterplatte zu fräsen. Ein netter User hat mir noch einen Tipp gegeben, dass ich den Motor von der Halterung entkoppeln sollte, um Vibrationen einzudämmen. Hier meine Lösung dazu. Ich benutze zwei Dichtungsringe, die in der Halterung eingebettet sind. Dadurch habe ich wesentlich weniger Vibrationen und kann auch auf die Ohrstöpsel verzichten. Vielen Dank an Friedrich Kegel für diesen Tipp. Leider musste ich feststellen, dass die XY-Achsen eine extreme Ungenauigkeit hatten. Also musste ich erst einmal herausfinden, woran das liegt. Ich habe zum Beispiel die X-Achse in eine Richtung bewegt und anschließend um jeweils 0,1 mm in die andere Richtung. Es dauerte bis zu 3 Wiederholungen, bis sich der Schlitten physisch bewegt hatte. Hier seht ihr mal den Test. Zuerst hatte ich die Schrittmotoren sowie deren Treiber im Verdacht. Kann es sein, dass die nicht so genau auflösen können? Kurz nachgerechnet, bei 16 Mikroschritten brauchen die Schrittmotoren 80 Schritte für 1 mm. Das macht also rund ein Hundertstel Auflösung. Daran kann es also nicht liegen. Also habe ich mir das Ganze mal mit meiner Kamera im iPhone genauer angeschaut. Hier das Resultat. Der Pulli, also das Riemenrad, dreht sich und der Zahnriemen ebenfalls. Nur der Schlitten nicht, wie man an der Messuhr sehen kann. Am Ende liegt es an der Dehnung des Zahnriemens und an der nicht vorhandenen Steifigkeit des Rahmens. Das Ganze nennt sich im Fachjargon Backlash. Also, was war meine Lösung? Ich habe mich entschieden, den Zahnriemen wegzuwerfen und meinen Hypercube auf Trapezspindeln umzustellen. Mit solchen Trapezmuttern mit Vorspannung ist es möglich, den Backlash auf ein Minimum zu reduzieren. Aber nicht ganz. Auf diesem Bild sieht man das Konstrukt. Durch die Fertigungstoleranzen wackelt die Mutter etwas auf der Gewindestange. Hier ein Video, wo man das sieht. Das sind ca. 1 bis 2 Zehntel. Dreht der Motor die Stange, wird diese erst einmal diesen Weg zurücklegen, ohne dass die Mutter bewegt wird. Das ist der Backlash. Die Lösung, die Mutter presst über die Feder eine zweite Mutter gegen die Flanken des Gewindes und überbrückt somit das Spiel. Die Nut an der Stelle verhindert, dass die kleine Mutter sich mit der Stange dann dreht. Das klappt aber auch nicht zu 100%, dazu aber später mehr. Kommen wir also zu meinem neuen Design. Hier das Design der X-Achse. Ich habe die Designs so entworfen, dass wir nur einige Teile auswechseln müssen, um auf Trapezspindeln umstellen zu können. Hier haben wir die Trapezspindel mit einem neuen Schlitten, der die Mutter hält. Ein NEMA 11 Motor ist auf der rechten Seite eingebettet und mit einer Direktkupplung mit der Trapezspindel verbunden. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir ein Kugellager, das die Spindel mittig hält. Ein Halter für den Motor sorgt für den sicheren Halt, sodass dieser sich nicht bewegen kann. In dem Video seht ihr, wie die X-Achse in real funktioniert. Bei der Y-Achse ist es sogar noch um einiges einfacher. Ich habe eine neue Halterung für die Backlash-Mutter entwickelt, die an beiden Seiten angeschraubt wird. Diese halten jeweils eine Trapezspinde, die am Ende einen Pulli für den GT2-Riemen angeschraubt bekommen. Nun könnte man sich fragen, wieso schon wieder ein Zahnriemen im Einsatz kommt, den ich eigentlich ja verhindern wollte wegen der Dehnung und so weiter. Zum ersten ist es ein wesentlich kürzerer Riemen, sodass die Dehnung hier nicht so extrem ins Gewicht fällt. Zweitens können wir hier den Backlash besser kontrollieren und via Firmware auch besser kompensieren. Die Trapezspindeln werden von Lagerblöcken gehalten oder Lagerböcke. Bezugsquelle natürlich wie alle anderen Teile auch in der Videobeschreibung. Diese haben ein Kugellager. Hier sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass diese unter Spannung mit der Trapezspindel verschraubt werden. Das heißt, man biegt die Lagerböcke etwas nach innen, schraubt dann das Lager an der Trapezspindel fest und dann die Bodenschrauben an das Profil. Die Stange darf sich nicht in Längsrichtung bewegen lassen, also einfach die Stange versuchen, in ihrer Richtung zu verschieben. Wenn das minimal möglich ist, noch einmal die Lagerböcke überprüfen. Auch hier mal ein Video der Y-Achse.
Nachdem alles zusammengebaut wurde, stellte ich wieder ein Backlash von ca. 2 Zehntel Millimeter fest. Die Backlash-Muttern funktionieren also nicht zu 100%. Also setzte ich mich mit der Marlin-Firmware auseinander und konnte ein Backlash-Kompensation finden. Leider steht diese nicht in meiner verwendeten Version 1.1.9 zur Verfügung, sondern erst in der Marlin 2. Also ran an den Rechner und das Teil geholt, alle Einstellungen meiner Maschine via Branch gemerged und hochgeladen. Natürlich müssen wir in der Konfiguration Core XY ausschalten und die Schritte je Minute an die Stepper anpassen. Die Backlash-Kompensation lässt sich in der Konfiguration einstellen. Hier seht ihr den Code dafür. Erstmal schalten wir über Backlash-Kompensation das Feature ein. Dann brauchen wir eigentlich nur noch den G-Code-Befehl M425, den wir über Backlash-G-Code aktivieren. Man könnte auch den Backlash automatisch über ein Probing ermitteln lassen, aber das lassen wir erstmal. Ich habe da gerne die Kontrolle. Wie benutzt man nun das Ganze? Als erstes ermitteln wir unseren Backlash in Millimeter mit einer Messuhr. Wir fahren 1 Millimeter in eine Richtung und dann die gleiche Distanz in die andere Richtung. Die Differenz ist der Backlash, der kompensiert werden muss. Hier habe ich für die X-Achse eine Differenz von 0,18 mm und für Y 0,15 mm festgestellt. Man sollte natürlich mehrere Messungen durchführen und dann den Durchschnittswert nehmen. In dem Befehl M425 legen wir die Werte die Achse fest und F1 schaltet die Kompensation ein. Will man das Ganze für immer speichern, einfach M500 eingeben. Und die Werte werden in den EEPROM gespeichert und stehen sofort nach Anschalten der Maschine zur Verfügung. Testen wir mal, ob das wirklich funktioniert. Um jetzt nicht sofort fräsen zu müssen, habe ich einfach einen Staedtler-Stift mit 0,1 mm Durchmesser genommen und den G-Code zum Leiterplattenfräsen gestartet, dabei aufgezeichnet. Wie hier schön zu sehen ist, haben wir runde Kreise und keine Schrittverluste. Alle STL-Files findet ihr in der Videobeschreibung, natürlich auch die Links zum Kaufen der Einzelteile. So, ich hoffe auf eure Kommentare und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Gruß, euer Frank.